Bruder sagt, wie soll die Tat für Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine sein? Ihr sollt wissen, liebe Geschwister, eine Tat wird dir nichts bringen, wenn sie nicht für Allah gemacht wurde. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und ihnen wurde nichts anderes anbefohlen, als aufrichtig in der Religion zu sein. Bedeutet, du darfst deine Tat für niemand anderen machen, außer für Allah. Ein Mann kam zum Propheten, er sagte zu ihm, Ya Rasulallah, sallallahu alaihi wasallam. Eine Person, der als Shahid stirbt für Allah, aber auch den Lob der Menschen bekommt, was gibt es für ihn? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte gar nichts. Warum? Weil es geht nicht zwei Absichten, sondern du machst das nur für Allah subhanahu wa ta'ala. So war die Frage von diesem Mann. Er wollte wissen, wenn man jetzt gelobt wird, das heißt, man will das und das und nein. Wenn man eine Tat macht, du betest nur für Allah, du fastest nur für Allah und so weiter und so fort. Na'am. Wallahu ta'ala ala wa'alam.